Hallo, heute rechnen wir die Industriemeisterprüfung Basisqualifikation NTG vom Frühjahr 2012. Das war die Aufgabe Nummer 6. Bei der Aufgabe Nummer 6 handelt es sich um einen Dampfkessel oder eine Rohrleitung, die eine Öffnung mit Durchmesser 500 mm hat und über 16 Schrauben mit einem Deckel verschlossen wird. Der innere Überdruck des Kessels beträgt 10 bar. Auch hier machen wir uns zunächst mal eine Skizze. Denn über die Skizze lassen sich die Sachverhalte vielleicht ganz gut erkennen. Zunächst haben wir irgendwo einen Öffnungsquerschnitt und dieser Flansch der hier mit insgesamt 16 Schrauben verschlossen werden soll. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Schrauben. Das können wir uns gleich ranschreiben. Also N ist gleich 16, 16 Schrauben. Die Öffnung hier hat quasi einen Innendruck von P gleich 10 bar. Wir wissen auch, dass der Durchmesser, auf dem der Druck wirkt, D gleich 500 mm beträgt. Und damit sind uns eigentlich fast alle Größen gegeben. Also gegeben. Siehe Skizze. Und darüber hinaus sind am Ende, oder besser gesagt gesucht, ist der Spannungsquerschnitt für die Schraube. Und der Spannungsquerschnitt heißt AS. Und dazu brauchen wir allerdings noch die Festigkeit. Und die Festigkeit wird hier mit der Festigkeitskennzahl